Ganz Völlern feiert die Rodellegende Armin Zückeler, der heuer trotz seiner 40 Jahren nicht nur die olympische Bronzemedaille in Sochi geholt hat, sondern auch Europameister wurde und den Gesamtweltcup auf Platz 2 beendete. Und so wie üblich in Südtirol kam er mit der Pferdekutsche, begleitet von seiner Frau Monika, seinem Sohn Thomas und Bürgermeister Harald Stauder. Ganz Völlern war in Feierstimmung, der Saal war wieder einmal pumpvoll. Für Musik sorgte die Bauernkapelle Völlern, lautstark auf sich aufmerksam machte auch der Fanclub mit seinen Schelden. Der Völlerner Ortsreferent Horst Magesin durfte viel Prominenz aus Politik, Gesellschaft und Sport begrüßen. Zusammen mit Bürgermeister Stauder überreichte er Armin Zückeler die Ehrenbürgerschaft von Lana. Es hat eine einstimmige Abstimmung gegeben im Gemeinderat. Das heißt, über alle Fraktionen, über alle politischen Meinungen hinweg haben alle gesagt, Armin ist ein würdiger Ehrenbürger. Also ich glaube, mehr kann man dazu nicht sagen. Die Grüße und Glückwünsche der Landesregierung überbrachte die neue Sportlandesrätin Martha Stocker. Ihn zu begegnen ist einfach ein ganz, ganz besonderes Erlebnis, weil du nämlich, wenn du mit ihm zusammen bist, diese Konzentration spürst, die dieser Mensch wie lebt. Und nachher gleichzeitig merkst du die Bodenständigkeit, die er sich beibehalten hat über die Jahre. Und nachher natürlich, wenn man eine solche Sportlerlaufbahn hinter sich hat, stärkt es natürlich auch eine Persönlichkeit. Und das spürst du einfach, wenn du ihm begegnest. Bei diesem gelungenen Empfang durfte Armin Zückeler auch viele Geschenke entgegennehmen. Von Raiffeisen-Obmann Hans Delser, von Sabine Oberholenzer, die mit der Marke Marlene seit Jahren Helmsponsor Zückelers ist, vom Vizepräsidenten des Völlerner Sportvereins Richard Duile und von Walter Oberhofer und Norbert Trier von Haflinger Pferdezuchtverband. Der Völlerner Ausnahmesportler freute sich sichtlich, über seine Zukunft wollte er sich aber noch nicht festlegen. Jetzt wirklich ein bisschen Abstand, ein bisschen Distanz auch zum Sport und um zu verstehen, wo es eigentlich die richtige Entscheidung ist. Und deswegen genehmige ich mir noch ein bisschen Zeit und möchte jetzt nichts überstürzen. Eine schwierige Entscheidung, auch für seine Kollegen in der Nationalmannschaft ist es nicht einfach, hier den richtigen Rat zu geben. Es ist schwierig zu sagen, weil ich meine, es ist schön, wenn man mit seinem Erfolg kann auch hören. Aber noch schaut man in die Zukunft, noch ist Sigulda, ein paar Mal im Blick und ich weiß es wirklich hätte. Ich weiß auch selber, was ich tat, muss ich ganz ehrlich sagen. Sigulda hat natürlich ganz viele Erfolge hingefahren und auf der anderen Seite ist wieder jetzt in dem Moment auch Herren, wo er heuer war, ist für Sportgröße wäre schon eine super Verabschiedung für alle zusammen. Ich persönlich, ich muss auch sagen, ich sage so, jetzt ist aus. Eher schon, weil ich mein, 4 Jahre weiterfahren, dann wird er nicht mehr und mit einer Olympiamedaille auch hören, finde ich gut. Auch Sandra Gasperini scheint nach der langen Saison etwas rennmüde geworden zu sein. Denkt sie mit nur 24 Jahren vielleicht sogar an ein Karriereende? Ich will echt nichts dazu sagen. Vielleicht sobald das Athletiktraining losgeht. Vielleicht fällt es mir bis dann wieder. Schauen wir mal.